Ägypten im Jahr 164 vor Christus. Ein Stier, der als Gott verehrt wird, ist tot. Zwei junge Mädchen, Zwillinge, werden von der Straße weg zu Priesterinnen des Apis-Kultes gemacht. Was wirklich geschah, ist in allen Einzelheiten belegt. Die Geschichte steht in einem Brief, der vor über 2000 Jahren an den Pharao geschrieben wurde. Eine Tragödie, geschehen in einer gnadenlosen Welt. Ein Drama von Verrat, Gier und Mord. Am Westufer des Nils liegt Saqqara, die Stadt der Träume. Im Schatten der ältesten Pyramide von Ägypten kommen Pilger aus dem ganzen Reich zusammen und hoffen, dass ihre Gebete erhört werden. In Saqqara kann man sich den Schutz der Götter erkaufen. Man kann für eine Handvoll Münzen einen Blick in die Zukunft werfen oder Amulette für Fruchtbarkeit und Glück erstehen. Die Tempel der Stadt wimmeln von Gläubigen, die gekommen sind, um sich den Segen der Götter zu erflehen. Sie treffen auf Priester und auf Prostituierte. In Saqqara wohnt auch der Traumdeuter Ptolemaios. Er lebt davon, dass er den Pilgern die Zukunft weissagt, mit ihnen über Hoffnungen und Ängste spricht. Doch die Zwillinge, die ihn aufsuchen, sind nicht gekommen, um ihm Träume zu erzählen. Sie brauchen seine Hilfe. Ihre Mutter hat sie verlassen und ihr Vater wurde ermordet. Ptolemaios schreibt in ihrem Auftrag einen Brief an den Pharao, der den gleichen Namen trägt wie er selbst. An den König Ptolemaios. Es grüßen ehrerbietig Tages und Taus, die Zwillinge, die im großen Serapeum von Saqqara als Priesterinnen dienen. Von unserer Mutter Nephoris ist uns vielfältiges Unrecht geschehen. Und von euch erflehen wir Schutz, damit uns Gerechtigkeit widerfahre. Der Brief an den Pharao wurde 2000 Jahre später gefunden, in den Ruinen der alten Tempelstadt. Die Geschichte beginnt ein Jahr zuvor in der nahen Stadt Memphis. Taus und Tages sind die Töchter eines reichen Geschäftsmannes. Ihre Mutter Nephoris hat aus einer früheren Ehe noch den Sohn Pachrates. Sie leben in einer der größten Städte der Erde. Memphis ist weltoffen und reich. Seit Alexander der Große Ägypten besetzt hat, wird das Land von einer griechischen Elite beherrscht. Auf dem Markt kaufen die Zwillinge mit ihrer Mutter Luxuswaren aus dem ganzen Mittelmeerraum ein.
Und wie alle besseren Töchter weben sie feine Leinenstoffe, die ihre Mutter für gutes Geld auf dem Markt verkauft. Geld ist noch eine ganz junge Erfindung, vor nicht allzu langer Zeit von den Griechen hier eingeführt. Und Geld wird im Leben der Zwillinge noch eine große Rolle spielen. Die Mutter hat ein Geheimnis. Und das Geheimnis hat einen Namen. Philippos, ein junger griechischer Soldat. Er ist ihr Liebhaber. Die beiden wollen sogar heiraten. Doch vorher muss Nephoris erst noch ihren Ehemann loswerden. Hagenutis ahnt nichts von dem Seitensprung. Nephoris hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie lässt sich scheiden, dann bekommt sie ihre Mitgift zurück und ein Drittel vom Vermögen ihres Mannes. Wenn das Gericht allerdings ihre Untreue entdeckt, bekommt sie gar nichts. Bleibt noch die andere Möglichkeit, ihren griechischen Liebhaber zu bekommen und das Geld ihres Mannes. Mord. Als Hagenutis im Nil ertrinkt, ist das Liebespaar am Ziel seiner Wünsche. Ihren Mann hat Nephoris jetzt beseitigt. Sein Vermögen will sie unbedingt behalten. Den Zwillingen stehen zwei Drittel des Erbes zu. Ihre Mutter allerdings hat ihre eigenen Pläne.
Sie wirft die beiden Töchter einfach aus dem Haus. Taus und Tages schildern in dem Brief an den Pharao ihre Verzweiflung. Unsere Mutter riss das Vermögen des Vaters an sich und verstieß uns. Wir fürchteten schon, dass wir verhungern müssten. Die Mädchen haben in Memphis keine Verwandten. Schließlich fällt ihnen jemand ein, der ihnen vielleicht helfen kann. Aber der ist weit weg. Auf der anderen Seite des Nils, in der Tempelstadt Saqqara, wohnt ein Jugendfreund ihres Vaters. Ptolemaios, der Traumdeuter, lebt seit 8 Jahren in den Traumkammern des Serapeums. Die Pilger kommen zum Schlafen in den Serapis-Tempel und erzählen dann Ptolemaios ihre Träume. Träume sind Botschaften der Götter, die nur ein Eingeweihter entschlüsseln kann. Eine Taube flog von meiner Hand auf und ich lief hinter ihr her und sagte, ich werde sie nicht entkommen lassen. Ptolemaios hat Dutzende von Träumen aufgeschrieben. Sie sind bis heute erhalten. Einblicke in das Seelenleben der alten Ägypter. Ich fing sie wieder ein und hielt sie in meiner linken Hand. Mit einem Palmwedel sorgte ich dafür, dass sie nicht wegflog. Er hat eine besondere Begabung, mit der er seinen Kunden einen Weg zeigt durch ihre Sorgen in Liebes- und Geldfragen. Es ist für sie eine fremde Welt, in der die Zwillinge den Freund ihres Vaters suchen. Das Serapeum ist eine Stadt in der Stadt. In dem abgetrennten Tempelbezirk wird den Göttern der Liebe und des Todes gehuldigt. Unfruchtbare Frauen suchen hier ebenso Abhilfe wie impotente Männer. Als Ptolemaios hierher kam, war er selbst an einem Tiefpunkt und suchte Unterschlupf. Zum Dank legte er ein Gelübde ab, dem Tempel zu dienen und seine Mauern nie mehr zu verlassen.
Seitdem steht er im Dienst der Pilger und ihrer Träume. Sein Bruder Apollonius ist für ihn die einzige Verbindung zur Außenwelt. Der Traumdeuter nimmt die Mädchen auf, aus Treue zu seinem Jugendfreund Harginutis. In Memphis ist inzwischen die Leiche ihres Vaters gefunden worden. Nephoris ist jetzt offiziell Witwe und damit hat sie die alleinige Verfügungsgewalt über das Vermögen ihres verstorbenen Ehemannes. In den Traumkammern des Serapeums denkt Ptolemaios über die Zukunft der beiden Mädchen nach. Er hat nicht genug Geld, um sie für längere Zeit durchzubringen. Und hier im Tempel kann er ihnen ohnehin kein normales Leben bieten. In einem seiner Briefe bringt er seine Sorgen um ihre Zukunft zum Ausdruck. Meine größte Sorge ist es, für die Zwillinge eine sichere Heimstatt zu finden. Dreitausend Jahre lang dient Saqqara nun schon als Friedhof für die Stadt Memphis. Apollonius führt die Mädchen durch die Stadt zu einem Rechtsgelehrten. Er lebt im Bezirk des Anubis-Tempels. Dieser Teil der Stadt besteht vor allem aus Herbergen und Gasthäusern für die Pilger, die in die Stadt kommen. Prostituierte gibt es hier reichlich. Auch sie, junge Frauen, die es in der Not hierher verschlagen hat. Einige von ihnen sind Tempelprostituierte geworden. Sie gelten als heilig und zählen zu den besonderen Attraktionen von Saqqara. Mit ihnen zusammen zu sein, gibt den männlichen Pilgern eine Möglichkeit, direkte Verbindung mit den Göttern aufzunehmen. Den Zwillingen droht vielleicht ein ähnliches Schicksal, wenn sie ihr Erbteil nicht zurückbekommen. Der Rechtsgelehrte des Tempels ist ein Beamter, zuständig für Eheverträge, Scheidungen und Besitzstreitigkeiten. Die Zwillinge brauchen dringend seinen Rat. Nach dem Tod ihres Vaters stehen ihnen von Rechts wegen 2/3 seines Eigentums zu. Nun wollen sie wissen, was sie tun können, wenn ihre Mutter den Anspruch zurückweist. Der Jurist kann nicht helfen. Er macht den Mädchen wenig Hoffnung, dass sie ihre Erbansprüche durchsetzen können.
Und der Vater der Mädchen wird nie ein ordentliches Begräbnis bekommen. Nephoris lässt seine Leiche irgendwo in der Wüste verscharren. So wird er nie das Leben im Jenseits erlangen. Die Zwillinge sind völlig verzweifelt. Doch dann nimmt ihr Schicksal eine überraschende Wendung. Am 7. April 164 v. Chr. Erschüttert ein Todesfall die Menschen in Saqqara. Der heilige Stier ist tot. Der Apis-Stier steht für die Fruchtbarkeit und Stärke Ägyptens. Zu Lebzeiten wird er angebetet. Nach seinem Tod wird er als Gott verehrt. In seinem Tempel in Memphis wird der tote Stier gewaschen und mit Duftölen gesalbt. Man lässt den Kadaver ausbluten. Die Mumifizierung des Stiers hat begonnen. Der ganze Vorgang dauert 70 Tage. Die Nachricht vom Tod des Stiers ist auch für das Serapeum in Saqqara eine erregende Neuigkeit. In 70 Tagen wird der mumifizierte Stierkörper in großer Prozession zur Bestattung hierher überführt werden. Die Trauerzeremonie des Apis-Stieres ist genau geregelt. Vor allem eines ist bei der Prozession unentbehrlich: Zwillingsschwestern als jungfräuliche Begleiterinnen auf dem Weg in die Unterwelt. Unter den Zuschauern hat der Zeremonienmeister Taus und Tages entdeckt. Sie sollen die Priesterinnen des toten Stiers werden. Mit einem Schlag hat sich ihr Schicksal gewendet. Sie werden eine kleine wöchentliche Entlohnung bekommen. Gerade genug, um davon zu leben. Ausgezahlt in Form von Wertmarken. Außerdem bekommen sie einen Schuldschein, einlösbar in 70 Tagen, wenn der Stier beerdigt ist. Er ist ein kleines Vermögen wert. Die Mädchen stehen jetzt im Dienst des Apis-Kultes, bis der nächste heilige Stier stirbt. Zum ersten Mal, seit ihre Mutter sie hinausgeworfen hat, sind sie versorgt.
Apis-Tempel in Memphis beginnt die Trauerzeremonie. Taus und Tages stehen jetzt im Rampenlicht, als Jungfern des toten Stieres. Dann spielt ihr Halbbruder Pachrates plötzlich wieder eine Rolle im Leben der Mädchen. In ihrem Brief an den Pharao berichten sie: Freunde unserer Mutter überredeten uns, Pachrates als Helfer zu uns zu nehmen. Pachrates hat bis dahin nichts unternommen, um seinen Halbschwestern zu helfen. Sie haben also keinen Grund, ihm besonders zu vertrauen. Doch es gelingt ihm, sie zu überzeugen. Vielleicht hofft Tages auch nur, dass so die Versöhnung mit ihrer Mutter möglich wird, nach der sie sich so sehr sehnt. Was ihre Gründe auch sind, die Mädchen nehmen Pachrates mit nach Saqqara. Sie werden diese Entscheidung bald bereuen. Seit Hunderten von Jahren wurde jeder Apis-Stier auf genau dieselbe Weise einbalsamiert. Der Vorgang wird in einem alten Dokument beschrieben, das noch heute erhalten ist. Legt die Eingeweide in Fayence-Gefäße, um das Kind des Horus zu salben. Gießt die Öle des Gottes über die heiligen Eingeweide, sodass sie süß werden vom Öl des göttlichen Körpers. Das Gesicht des Gottes wird über ihnen wachen. Die inneren Organe des Stieres werden entfernt, gewaschen und in Salz getrocknet. Nur das Herz, in dem die Ägypter den Sitz der Seele sehen, wird in den Körper zurückgelegt. Das Gehirn ist für die Ägypter unwichtig. Es wird durch die Nase entfernt. Der Stierkörper wird 40 Tage lang mit Salz bedeckt und schließlich in Leinen gehüllt. Dann folgt die Beisetzung in Saqqara. Am Morgen der Bestattungsfeierlichkeiten bereiten sich die Händler im Serapeum auf das beste Geschäft vor, das sie wohl je machen werden. Pachrates,
Pachrates, der seit 2 Monaten bei den Zwillingen lebt, soll da bleiben, wenn sie nach Memphis gehen, zum Beginn der Prozession. Sie vertrauen ihm den Schuldschein und ihre bescheidenen Ersparnisse an. Kaum sind sie aus dem Haus, eilt auch Pachrates nach Memphis. Der hohe Priester des Apis-Kultes soll nun seines Amtes walten. Die Bestattungszeremonie hat begonnen. Die heiligen Zwillingsjungfern des Stieres nehmen ihren Platz ein in der Prozession nach Saqqara. Während die Prozession durch die Straßen von Memphis zieht, bekommt Pachrates von der Mutter seine Anweisungen. Der Halbbruder der Zwillinge erreicht lange vor der Prozession das Serapeum. Thank you.
Der Stier und seine Begleiter treffen an den Katakomben ein, dem Ort der Bestattung. Taus und Tages werden so lange Jungfrauen im Dienst des toten Apis bleiben, bis der nächste Stier stirbt und neue Zwillingsschwestern seine Begleiterinnen werden. Es kann leicht 20 Jahre dauern, bis Taus und Tages den Tempel wieder verlassen können. Der Schuldschein ist alles, was sie haben, um ihre Zukunft abzusichern. Die Zwillinge haben alles verloren. Ihre Ersparnisse, den Schuldschein und jeden Glauben, dass ihre Mutter sie noch liebt. In den Traumkammern des Serapeums verfassen die Zwillinge ihren Bittbrief an den Pharao. Es ist ihre letzte Hoffnung. Wir bitten euch, schickt unser Gesuch an die Beamten hier, damit sie unserer Mutter nichts einlösen, was uns gehört. Zwingt sie auch, uns all das zurückzugeben, was sie aus dem Nachlass unseres Vaters unrechtmäßig an sich genommen hat. Bitte helft uns. Möge es euch wohl ergehen. Die Zwillinge haben nie eine Antwort bekommen. Vielleicht war es naiv von ihnen zu glauben, dass der Pharao ihnen helfen würde. Man kann nur vermuten, dass sie ihr geraubtes Vermögen nie zurückerhalten haben. Sonst ist nichts mehr vom Leben der Zwillinge überliefert. Saqqara, Stadt der zerbrochenen Träume. Heute ein Stück Wüste, überragt von der 5000 Jahre alten Pyramide des Königs Djoser. Fünfzig Jahre nach der Geschichte von Taus und Tages ging Ägypten im Römischen Reich auf. Das Serapeum ist heute eine Ruine.
Nur unter der Erde blieben die Katakomben des Apis-Kultes erhalten. Im 19. Jahrhundert wurden sie wiederentdeckt. Mehr als 60 Stiere sind hier bestattet worden. Und jeder der Granitsarkophage steht für das Leben von zwei Zwillingsschwestern.